Hallo und willkommen zurück bei mir in der Werkstatt. Heute mal ein ganz spezieller Fall. Letztes Mal haben wir am E-Auto gearbeitet. Dem arbeiten wir bei Gelegenheit auch noch weiter. Den lassen wir erstmal hier hängen. Ne? Denn ich habe jetzt einen schnellen Spezialauftrag reinbekommen. Und zwar, ich zeige euch kurz. Machen wir nicht. Okay, also von Johnny. Johnny war ja einer meiner ersten Kunden. Und der hat diesen Wagen hier bekommen. Und okay, von dem Schmutzmarkt gesehen sieht er doch ganz gut aus, ne? Aber wir machen Motorhaube auf. Dann mussten wir leider feststellen, dass der Motor sein Leben ist. So, das heißt, starten brauchen wir nicht. Wir schicken ihn erst einmal direkt in die Waschbox. Und dort wird erstmal gründlich gereinigt. Dass ihr sehen, dass so schön am Dach darunter wird. Ah, das sieht nicht so schlecht aus, ne? Wahrscheinlich zu hochtourig gefahren. Oder zu niedrigtourig. Rein von Optik her ist er ja super. Ich kann es einsetzen. Oh, shit. Ist ja noch. Ja. Ja, von den Datenblättern her, 15.000 Kilometer, dann haben sie garantiert einfach sinnlos hochgehen. Und hier steht es nochmal. Er schickt Mitarbeiter vorbei, das Zeit hat, der mich vom Aussehen nicht täuschen lassen. Der Wagen an sich ist gut, aber der Motor ist komplett. Ja, das sieht man wohl leider. Dann würde ich sagen, bewegen wir das Stück. Moment, ich muss noch schnell den anderen retten. Was geht denn? Ich? Bewegen wir mal dahin. Genau, soll der mal da bleiben. Und dann kümmern wir uns mal direkt um ihn hier. So, würde ich sagen, machen wir zuerst mal alle Flüssigkeiten weg. So, dann müssen wir eh rein. Auch leer machen. Ja, nach 15.000 Kilometern sieht der Motor eine wirklich nicht so aus. Die auch gleich leer. Na, und das ist der Keilring. Anriemen, Keilring, irgendwie sowas gerissen und das war. Ja, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist der Block natürlich auch. Okay.
checken wir doch mal. Dann, okay. Profile brauchen wir. Wissen wir nicht gut, oder? Wissen. Und das elektronische, gucken wir da mal. Die Maschine hat auch umgerissen, okay. Und der Rest sieht gut aus. Ja gut, dann den Sicherungskasten müssen wir nicht ran, Lüfter ist auch in Ordnung. Elektronik ist nur die Luftpumpen. PD, mal da mal. Okay, Zündspul, na gut, aus. Keine Riesensache. Ja. Okay. Na, dann würde ich sagen, haben wir doch das Wichtigste abgeschlossen. Dann können wir doch einfach mal mit der Demontage beginnen. Fangen wir am besten hier an, weg damit. Die Lichtmaschine auch gleich ab. Umlenkrollen. Ich muss es gerade mal feststellen, bin ich ziemlich doof. Wenn ich ja die Arbeit im Motorraum mache, statt einfach nur den Motor auszubauen und das dann auf den Motor hinzubauen. Können wir nochmal ganz schnell ändern hier. Wie das einfach. So, man muss das Ganze hoch und runter. Aufhalten. So. Und derzeit schon. Den hier zur Hebebühne. Der zur Hebebühne. So. Holen wir uns mal den Motor raus. Und dann mal den halt mal. So. Das sieht gut aus. Wie sieht der Luftfilter aus? Den kann man auch noch. Aber. Der Gelegenheit gleich wieder stecken. Der Motor ist abgekommen, könnte es ja auch theoretisch sein, dass die Pumpe was abgekommen hat. Ewige Pumpe. Gut. Dann einmal den benutzen. So, und dann würde ich sagen, legen wir los.
So, dann haben wir das doch auch schon mal. Und dann kriegen wir das super hin. So. Dann sparen wir uns doch das Auseinanderbauen hier, wie gesagt, am Fahrzeug. Das ist ziemlich anstrengend. Im wahrsten Sinne des Wortes. Fünfzehntausend darf ein gut doch nicht so aussehen. Was dran? Das ist definitiv ein falscher Umgang. Na gut, wir haben den Vorteil, wir verdienen ein bisschen was daran. Und das kriegen wir wieder hin. Bahn kriegen wir wieder zu. Liebe. Ja, aber das sieht alles ganz gut aus. Ab. Also mal kurz schauen. Reparatur. Mindestens 92. Na, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir reparieren können. Ja, alles kein Problem hier. Das ist etwa. Schauen wir mal, wie es nachher bei den drunter aussieht, die weniger zu. Oh,
Ja, im Prinzip muss er den Motor komplett neu aufbauen. Das ist ja gar nicht so sehr. Okay. Ja gut, dann bauen wir halt den Motor neu auf. Ne? Was interessiert. Ihn vorsorglich mit. Weiß nicht, ob man die brauchen, dann nehmen sie erst mit. Ich mal drauf B und A. Erstmal Kolben. Guck. Ein. Ja. Sechs. Sechs Kolben haben wir immerhin. Leute, haben wir nicht weiter. Habe ich gerade vergessen, wie die Dinger heißen. Umlenkrolle. Oh mein Gott. Umlenkrolle haben. Und noch so was? Umlenk. Oh, guck mal. 85, immerhin eine mit 100. Wenn. Naja, das läuft man lieber. Auch nicht. Okay. Also. Also, wir brauchen jetzt den Kurbelwelle V8. Pleuelagerdecke brauchen wir jetzt. 2 kommen in den Ring. 3 kommen in den Ring. 4 kommen und gerade noch ein Ring. 5 kommen, das weiß ich nicht. Ich probiere es einfach. Da werden sie wieder angezogen. Dann müssen wir halt den Wagen noch mal. So, Pleuel. Garantiert wird diese Pleuel reden. Obewendiger. Da noch was im Lager. Also. Kurbel. Bin mir ziemlich sicher, dass es einmal ist. So.
Ja, fehlt ja noch Ernährung. Die müssen ja natürlich reinschauen. Dann auch die Decke wieder rauf. So, was wir auf jeden Fall brauchen, das weiß ich jetzt schon 100%. Ölfilter. So. Das einfach mit Öl probieren. Ah, der hier. Ja, so nochmal gleich die Kupplung wieder rein. Pumpe schmeißen gleich. Kompressor, komm. Ach. Ja. Die Kompressor selber, okay. Kompressor V8, gerade gekauft, oder? V8 oder V, das ist natürlich ident. Kostet ja auch nur 2000. Wir haben es. Naja. Kraftstoffverteiler, die. Kraft. Ja, die setzen wir erstmal eiskalt wieder ein, dass wir hier sind. Und hätte ja klappen können. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir den Motor erstmal. Ja. Ordentlich. Und dann kaufen wir es. Locken. Wellenräder. Ah. Wenn wir bald bei sind, kaufen wir auch gleich. Sind. Ja, die waren. Unik. Und dann bitte. Einmal 8 Stück. So. Andrin V8.
Dann Riemen 8. Einmal auf jeden Fall. Einmal. Einmal. Abdeckung. Umlenkrolle Typ B. Einmal. Einmal. Einmal brauchen wir noch. A haben wir einmal. Und nochmal. Also dreimal B. Umlenk B. Einmal. Wasserpumpe. Wasserpumpe V8. Ja. Hier. Typ A. Hier. Da brauchen wir einen Riemenspanner. So, die Riemen. A. Das noch schnell. Einmal. Zweimal. Viermal. Und den Deckel oben drauf. Andere Seite noch. So, dann würde ich sagen, können wir den Motor entfernen. Dann setzen wir den einmal ein. Und dann checken wir erstmal. Umlenkrolle Typ A müssen wir nochmal wechseln und ansonsten ist alles okay. Dann vermute ich mal, dass es hier sein wird. Die Umlenk. Ja, mal tauschen. Checken wir nochmal gegen. Ja, super. Alles im grünen Bereich. Wunderbar. So, dann werde ich jetzt noch den Wagen wieder zusammenbauen, dann Öl und die anderen Betriebsstoffe einfüllen.
Und dann Scheinwerfer noch einstellen und kalibrieren, okay. Ja, und dann werde ich den Auftrag abschließen. So. Und bis jetzt haben wir schon mal 14.000 Euro erhalten. Das ist doch schon mal sehr schönes Geld. Also seht ihr, das lohnt sich. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. War jetzt nach längerer Zeit wieder eine Folge. Ich hoffe, lehrreich für euch und interessant. Und genau, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.